Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg humane Kriegsführung, oder genauer gesagt hier um den Sisik, welches sich im Gebiet Voldum befindet und zwar bei 2654. Und ja, das Team gegen zu besiegen sieht wie folgt aus: Wir nehmen die Götze mit zerquetschen Steinhaut und Abwehr, Vater Winters Helfer mit Eislanze, Schneesturm herbei auf dem Winterhauchgeschenk. Hier an dieser Stelle kann man natürlich auch den kleinen Helfer mitnehmen, seitdem fast die gleichen Attacken und Hawks mit Biss, Stampede und Kopfstoß. Und ja, beginnen wir gleich mal den Kampf. Hier zu Beginn gleich Abwehr einsetzen. Man wird trotzdem ausgewechselt, aber man wird wenigstens nicht betäubt, denn wir benötigen danach die Götze Nobisaz gegen die Schildkröte. Ansonsten würde die Götze Nobisaz ein bisschen länger betäubt sein und das würde ein wenig die Taktik verändern. Also eben deshalb hier gleich die Abwehr einsetzen. Und wir werden hier ausgewechselt durch Vater Winters Helfer bzw. Vater Winters kleine Helfer. An dieser Stelle gleich mal das Winterhauchgeschenk reinhauen. Schneesturm herbeirufen und Eislanz und dann sollte der Bammel besiegt sein. Danach, wenn der Bammel besiegt ist, kommt hier wieder Shiko ins Spiel. An dieser Stelle wechseln wir gleich wieder zurück auf die Götze Nobisaz. Der Gegner sollte hier abgetaucht sein, dann setzen wir hier gleich die Abwehr, um das zu kontern. Danach gleich die Steinhaut hinterher und danach arbeiten wir einfach weiter mit Zerquetschen. Es ist leider so ein Abnutzungskampf, die Götze sollte eigentlich den Kampf gewinnen, aber es geht halt relativ lange. Also eben hier einfach immer füllen mit Zerquetschen und dann, wenn halt Tauchen wieder ready wäre beim Gegner, gleich in dieser Runde dann die Steinhaut ersetzen. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das genau für eine Anzeige ist, das ist Pet Tracker. Damit könnt ihr halt einfach die Abklingzeiten vom Gegner anschauen. Und eben jetzt an dieser Stelle ist er hier abgetaucht. Da können wir gleich wieder die Abwehr einsetzen. Und danach arbeiten wir wieder weiter mit Zerquetschen, bis halt hier Tauchen wieder ready wäre beim Gegner. Das heißt, jetzt halt einfach insgesamt wieder viermal Zerquetschen einsetzen. Und eben eigentlich sollte die Götze der Hanubisat keine Probleme haben mit diesem Shigo. So, an dieser Stelle wieder die Steinhaut erneuern. Dann kommt hier wieder die Abwehr. Und danach arbeiten wir wieder weiter mit Zerquetschen. Leider eben bei der Zerquetschen gibt es so eine kleine Range, deshalb kann es ab und zu sein, dass man vielleicht eine oder zwei Attacken mehr benötigt oder auch weniger. Aber jetzt, wenn hier Zwick in den Kampf kommt, wechseln wir gleich weiter auf Hooks, damit es halt einfach schneller geht. Man könnte auch mit der Götze weiterkämpfen, aber der heilt sich immer dagegen und dann würde der Kampf wirklich sehr lange dauern. Ansonsten hier einfach mit der Stampede durchgehen mit dem Hooks. Da sollte eigentlich keine Probleme haben mit dem Zwicky, weil wir die Blase relativ schnell auflösen können und die Stampede auch recht guten Schaden anrichten. Aber das Wichtige ist halt einfach dann auch der Kopfstoß nach der Stampede, damit eigentlich Zwicky im Dreck liegt. Das sollte auch so sein. Wenn nicht, dann müsste man noch sicher einen Biss reinhauen und dann sollte Zwicky dann getötet werden, aber eben der Kopfstoß sollte eigentlich den Rest erledigen können. Und ja, somit haben wir den Sisik besiegt und das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!